Und damit ein Hallöchen hier zu einem weiteren Let's Play von und um Tomb Raider bzw. Lara Croft. So ist sie, ne? Immer über an all und will gespielt werden. Man soll mit ihr herumspielen, das ist schlimm. Nee, ich habe bisher... Ja, das ist, ich glaube, das ist das einzige Spiel aus der Tomb Raider Serie, was bisher noch fehlt. Ja, da... Also, Physik Engine gibt's auch. Das ist das einzige aus den Tomb Raider Teilen, das bisher noch fehlt, was ich noch nicht als Let's Play gemacht habe auf diesem Kanal hier. An Johnston haben wir schon gut was gemacht. Hier die ganzen ersten alten, klassischen Teile da. 1 bis 5. Dann halt Angel of Darkness. Dann hier Legend. Underworld. Das 2013er Reboot. Und Rise of the Tomb Raider. Alles gemacht, bis auf Anniversary. Und ich bin immer sehr gespannt, wie ich das jetzt aus heutiger Sicht sehen werde, dieses Spiel. In Bezug darauf, dass ich den ersten Teil mit ihr mittlerweile auch mal gespielt habe. Auch wenn es schon 2 Jahre her ist. Zumindest eine ganze Weile. Und... Das Ding hier kam halt 2007 raus, also grob 10 Jahre später oder ein bisschen mehr als 10 Jahre später zum Original, weil es ist ein Remake vom allerersten Teil. Und wie gesagt, weil ich den ersten Teil mittlerweile schon gespielt habe, mittlerweile auch die Hälfte schon wieder davon vergessen habe, bin ich aber trotzdem mal richtig gespannt, ob ich hier dann quasi Sachen wiedererkennen werde, die im ersten Teil drin vorgekommen sind. Wissentlich halt, dass hier die Level ein bisschen aufbereitet sind, grafisch vor allem sehr aufbereitet, neue Spielmechaniken eingebaut wurden, die damals halt nicht existiert haben und auch, dass insgesamt vom Gameplay her das doch ein bisschen anders geworden ist. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ein bisschen. Das hier kam direkt nach Legend raus oder ein Jahr später. Zwischen Legend und Underworld kam das hier raus und orientiert sich halt von der Steuerung, von der Art her, wie das Spiel aufgemacht ist, doch sehr an Legend, beziehungsweise diese drei Teile, Legend, Anniversary und Underworld, sind doch vom Gameplay her oder von der Art, wie sie gemacht sind, wie sie aufgezogen sind, auch von der Art, wie es präsentiert wird, ist es auch sehr, sehr ähnlich. Und sind kurzweilige, unterhaltsame Spiele, nicht übermäßig lang, aber doch auf jeden Fall unterhaltsam. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mal direkt hier rein. Ich werde nicht alle Belohnungen finden und vor allem auch nicht unbedingt alle suchen. Die ich offensichtlich irgendwie sehen kann, ne, werde ich versuchen mitzunehmen. Aber ich werde lange nicht alles hier freischalten. Das ist halt sehr, sehr ähnlich zu den zu Legend und Underworld auch, dass man hier wirklich eine ganze Menge finden kann. Und die meisten Sachen wird man ohne wirklich genaueres gucken wahrscheinlich nicht finden. So, ich hätte gerne hier erneut spielen. Ja, machen wir das. Achso. Das ist total falsch. Profil wechseln. Ich muss mal kurz ein neues Profil machen. Nein, Profil wechseln. Kann man das löschen hier? Ja, löschen. Löschen, hallo? Wie? Achso, das kann ich nicht. Na, schade. Dann machen wir nicht Herrrahmen, sondern Onkelrahmen draus. So, wunderbar. Was? Hä? Ich bin doof. Ja, es geht gut los. Ich wollte nur mal kurz antesten, ob alles funktioniert. Aus technischer Sicht, deswegen habe ich das andere schon gemacht. Aber und wie? Was? Was? Moment. Hä? Der Blamann. Hä? Hä? Das ist äußerst interessant. Jetzt bin ich Teil der Blamann. Alles klar. Okay, jetzt ist das Menü komplett weg. So viel zur Technik. Hallo? Ha. Ich hätte schon gern so ein Menü, ne? Also, das ist, ja, total geil. Moment. Ich... Ah. Hä? Nee. Schön. Wenn man F4 drückt, kann man es beenden. Ich starte das mal ganz kurz neu. Ist total schön. Klappt super. Ist absolut, Qualitätstechnik auch heute noch. Ja, insgesamt, wie gesagt, beim Antesten hat es super funktioniert. Bis auf, dass ich halt nicht versucht habe, 10-mal das Profil halt zu wechseln. Ja, ist ja gut, die ganzen Sachen. Und damit fangen wir mal an. Ich bin der Flamann. So, sehr gut. Manuelles Greifen nicht. Na, ist egal. Schwierigkeiten, Mittel und ab dafür. Calcutta, Indien. Was muss ein Mann tun, damit sie ihm solche Beachtung schenken? Wenn Sie diese Art von Beachtung wollen lassen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies.
Guten Tag, Miss Croft. Meine Forschungsabteilung widmet sich seit einiger Zeit dem Studium antiker Artefakte. Und ich bin der Meinung, dass Sie genau die richtige Frau sind, um sie für mich aufzuspüren. Ich fürchte, Sie irren sich. Für mich ist das Ganze ein Spiel. Genau deshalb wende ich mich an Sie, Miss Croft. Dieses Spiel haben Sie schon gespielt mit Ihrem Vater. Oder haben Sie nicht jahrelang nach dem Sion von Atlantis gesucht? Alles, was Ihnen damals fehlte, war Qualupecs Grab. Sie haben Vilcabamba gefunden? Wann können Sie in Peru sein? Vilcabamba bleibt ein Rätsel. Und meine Entschlossenheit, trotz aller Misserfolge weiterzusuchen, drückt die Moral. Ich denke, dass Jenkins für den Aufruhr verantwortlich ist. Er will einfach nicht akzeptieren, dass Atlantis das Fundament aller uns bekannten Kulturen war. Es wird immer deutlicher, dass offenbar nur Lara vorurteilsfrei und aufgeschlossen genug ist, dieser Tatsache ins Auge zu sehen. Bastante cuerda. Kein Problem, ich komme da schon irgendwie rauf. Aber na Klärchen, und zwar sind wir jetzt in einem Teil. Ach was? Ach, gehen kann man auch, also schön. Der Hüftschwung auch immer noch der alte. Tja, na, warum auch nicht? Lara, ich weiß nicht, warum ihr nicht kalt ist, aber... Naja, ne, sie ist halt... Wahrscheinlich ist das eine sehr wärmende Brille, so wie es aussieht. Ist es nicht meine Sonnenbrille? Ist eigentlich überhaupt... Was ist, warum hat sie eine Brille auf? Oder hat sie die Brille ganz, ganz früh auch gehabt? Ich weiß wohl, dass es ein paar Screenshots bzw. Render-Artworks gibt, wo sie eine Brille trägt, aber das war doch eigentlich nicht ihr Standard-Outfit. Wahrscheinlich, weil man es damals auch nicht wirklich darstellen konnte. Das, was man hier jetzt sieht, auch das, was eben, also das, die Szene eben war halt live berechnet, das war früher ein Render-Video. Das hier war alles, was man hier jetzt noch sieht, gab es früher damals in der Form nicht, sondern es war auch einfach nur ein Video. Und zwar, dass man hier überhaupt angekommen ist und dann hier das große Tor erst noch vor sich gehabt hat. Das ist eigentlich noch nicht selbst spielbar gewesen, sondern hier muss man jetzt hier einfach mal hoch und selber den ganzen Krams machen, bis man zu dem Tor kommt. Wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, an wie viel ich mich in der Form erinnern werde vom ersten Teil. Ich habe Anniversary schon mal durchgespielt. Damals, als es rauskam, habe ich es durchgespielt. Von daher, das Spiel hier kenne ich in der Form schon. Es ist allerdings auch jetzt mittlerweile schon fast 10 Jahre her, ne? Eigentlich müsste es, naja, nächstes Jahr wieder ein neues Remake von dem Teil geben hier. Das quasi das Anniversary ist. Im Sinne von beides ist dann mittlerweile auch schon, oder das hier ist dann auch schon wieder 10 Jahre alt. Kann man sich eigentlich, so, also sollte man sich eigentlich nicht so wirklich vor Augen führen, wie die Zeit doch vergeht. Gebirgshöhlen. Hoffentlich nicht so verschnupft wie Nasennebenhöhlen manchmal, man weiß es nicht. So, der Onkel hat keinen blassen Schimmer, wie er da reinkommen soll. Was ist das? Da wären wir, sehen wir, sehen Sie, wir sind da. Der redet ein bisschen undeutlich. Achso. Ich weiß nicht, wie sie aufgeht. Über der Tür ist eine Inschrift. Hi. Naja, das ist aber eher eine Brille, als ob sie gerade Fallschirmspringen war, ne, gefühlt. Aber warum er nicht kalt ist, ich habe keinen blassen Schimmer. Ah, ich bin müde, ja, und ich schwinge meine Hüften. Wir können nach links. Ich bin nur ein Führer. Aha, okay, der wiederholt sich. Ja. Ich habe auch hier wunderbar fluffige 350 FPS gerade mal. Also das Spiel, ja, die Engine oder von der Performance her, ist schon recht gut optimiert, würde ich mal sagen. Ach, guck mal, jetzt habe ich den coolen Move verpasst hier. Wir haben unseren Enterhaken, unseren Magnet-Kletterhaken wieder dabei, den wir schon aus Legend kennen. Im Prinzip wird das hier alles auch noch ein bisschen erklärt, wie das mit den ganzen Tasten und sowas ist. Allerdings, ich kenne die Dinger halt, ne? Ich habe, wie gesagt, das schon mal durchgespielt. Ich habe Legend durchgespielt, ich habe Underworld durchgespielt. Das könnt ihr nochmal auf dem Kanal hier angucken, falls ihr Lust habt, als Let's Play. Und von der Steuerung her, es ist halt, die Teile geben sich echt nicht viel. Was aber nicht schlecht ist, weil die steuern sich gut. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Ah!
wenn man von irgendwelchen Schreien Untertitel braucht. Die armen Wolfis. Ah, und um den ist auch ein bisschen schade. Und das ist die letzte Szene von dem Eingangsvideo, dass man vor diesem, oder das ist eine der einzelnen bekannten Bilder vom ersten Teil, dass man vor dieser Tür steht, von dieser Sicht von unten, dass man hier von unten schaut, hinter einem dann das riesige Tor. Das ist eins der bekannten Bilder, die es vom ersten Teil damals gab. Beziehungsweise auch im Video dann hält die halt direkt drinne. Ich weiß nicht, ob man hier rüberkommt, ohne die Fallen auszulösen. Oh nein, jetzt habe ich gespoilert, dass hier Fallen sind. Kommt man hier rüber? Nein. Hier sind dann so ein paar Pfeile, ne? Ein paar Bolzen. Okay, da ist die Technik dann noch ein bisschen komisch. Man kann hier rollen, man kann hier rüberspringen, man kann hier alles machen. Man kann auch rollen und dann springen, dass sie dann eine coole Rolle macht. Und Wahnsinn, haben die Pfeile uns getroffen. Achso, warte mal. Ist eigentlich vollkommen egal, ob man hier springt oder nicht. Hier kann man direkt hoch, wenn ich das so sehe. Ich glaube, hier ist aber sonst nicht allzu viel zu machen. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin. Wie gesagt, ich werde sicherlich nicht alle von den ganzen Sachen hier freischalten und suchen und finden. Aber doch ein paar Stück schon, denke ich mal. Teil der Anlagen habe ich schon mal ausgemacht, die auf der Seite sind hier. Klar, man kann die alle ausmachen, klar. Wenn man das dann, wenn man da dann Lust hat drauf. Hier ist das andere anscheinend. Okay, da komme ich nicht direkt hoch. Ach, da müsste ich dann von oben drüber klettern. Warte mal, ich versuche das nochmal hier. Die Kamera ist in dem Teil hier nicht immer so wahnsinnig toll, habe ich jetzt nochmal beim Anspielen die 5 Minuten lang festgestellt. Die hakelt doch manchmal ein bisschen sehr rum, dann zuppelt es doch an allen Ecken und Enden mal, wenn man um die Ecke geht. Ach, guck mal. Ich dachte, das hätte uns irgendwie irgendwas in der Form noch zusätzlich gebracht, aber anscheinend nur, dass hier die Dinger wieder aus sind. Und vor allem an denen hier, man kann halt echt gut dran vorbeilaufen, ist nicht so, dass man das machen müsste. Aber schön, dass es geht. Von daher, naja. Warum auch nicht? Ich glaube, hier ist noch nichts versteckt. Wie gesagt, ich versuche das ein bisschen nebenher zu finden. Ein paar Sachen weiß ich halt noch, beziehungsweise ein paar Sachen sind halt immer in der Form recht offensichtlich, dass es einen Weg angedeutet gibt, den man dann aber am Ende doch nicht geht, weil man dann meist zu faul ist oder man denkt dann später erst, hey, Moment, an der Stelle hätte man auch langlaufen können. Was wäre da eigentlich gewesen? Und dann wäre da halt ein Secret gewesen. Wir müssen eigentlich dem Weg da einfach folgen. Allerdings weiß ich, dass hier vorne noch was ist. Ich denke mal, dass die Erinnerungen aber gerade hier sich in erster Linie auf den Anfang beziehen, die ich denn habe. Dass es im weiteren Verlauf dann ein bisschen schlechter wird. Das war schon mal schlecht, wo wir gerade bei schlechter sind. So. Wie gesagt, ich habe vorhin noch mal ein bisschen angetestet hier. Da habe ich schon mal gesehen, dass da oben halt das Zeug war. Um es mal angemerkt zu haben. Und ansonsten, ich werde Sachen übersehen. Ja, hast du fein gemacht. Da ist sie biegsam. Da ist sie flexibel. Nicht nur in ihren Arbeitszeiten und Arbeitsumgebungen, sondern auch an sich in ihrem Körper. Ist auch nicht verkehrt, ne? Ist nicht verkehrt. Ja, hier natürlich. Es ist kein realistisches Spiel, in keiner Form. Ne? Der Reboot hier 2013. Halt! Okay, sie schwebte wieder hoch. 2013 und Rise of the Tomb Raider ist zumindest in einigen Punkten sehr viel realistischer, wenn es um irgendwelches. Wenn es um irgendwelche. Naja, wenn es um den Charakter von Lara geht. Sie ist hier halt wirklich immer noch in diesem Klassik-Modus mit: Hey, ich bin total übermächtig. Hey, ich kann 300 Meter weit springen. Hey, ich kann alles sofort abballern. Und wenn ich einen Kratzer habe, jammere ich auch nicht rum. Na, das ist diese klassische Power-Lara, die hier noch existiert. Ich meine, klar, wenn es ein Remake vom ersten Teil ist. Ich werde. Mein Timing ist ganz fantastisch. Ich will diesen Dings jetzt haben. Ich will, dass er das haben. Hallo? Das ist. Das ist gemein. Ja. Damals im ersten Teil, an sich wäre es natürlich cool jetzt hier, wenn man die Szenen quasi, wenn man die Level mal nebeneinander stellen würde, die beiden Videos, die beiden Sachen, ist allerdings zu viel Aufwand, deswegen mache ich es nicht. Nee, ich würde es wirklich gerne machen, aber es ist, da müsste man genau, ha, vergleichbare Bilder dann quasi finden aus den Leveln. Haha,
hat sie damals gemacht. Ah! Allerdings mache ich das jetzt hier nicht, weil es ist halt wirklich Aufwand. Im Sinne von, ich müsste den ersten Teil quasi nochmal komplett durchspielen im Original. Das muss ich nicht unbedingt. Aber es ist vom Prinzip her, die Level sind zum Großteil schon sehr gut nachgemacht, so wie ich das bisher so sagen konnte. Warum muss ich das auch nochmal selbst klicken hier? Zum Beispiel hier war das auch damals so, dass hier dann einfach ein Nebenraum war. Und letztendlich konnte man dann nicht viel mehr machen, als sich ein Secret holen. Auch hier in dem Bereich. Bin ich mir zumindest recht sicher. Ja, genau, da ist was. Ach nee, Medipack, genau. Ha, so. Ich sag das jetzt einfach. Wenn sie das nicht sagt, dann sag ich das. Genau, da gab es halt auch damals die Bereiche so, oder waren das gerade von, ich denke mal, gerade beim ersten Level werden sie noch die meisten Sachen versucht haben, original nachzubauen. Es ist halt grafisch komplett was anderes, ne? Deswegen, eigentlich ist es so weit weg, dass es nicht mehr in dem Sinne vergleichbar wäre. Was ist denn hier los? Eigentlich so richtig vergleichbar ist es in der Form eigentlich nicht. Aber trotzdem geht's. Da hinten ist ein Secret. Wie komme ich da hin? Ist es, indem ich hier rüber schwinge und was mache? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss einfach nur nach unten. Allerdings, wenn man hier sich fleißig mal ein bisschen umsieht, dann kann man hier doch einiges noch... Ha, das war zu früh. Au. Ja, ist ja gut. Dann kann man hier doch so einiges noch finden. Achso, V ist das Medipack. Achso, V sind die kleinen, B sind die großen. Stimmt ja. Es gab ja zwei verschiedene Varianten. Beziehungsweise ist es schön, dass sie das auch wieder so eingebaut haben hier. Okay, der ganze Bereich ist einfach nur, damit man zurückkommt anscheinend. Aha. Kletterst du bitte? Oder? So viel zu irgendwelchen Bugs. Beziehungsweise, hatte ich den Eindruck, dass es nicht viele, also nicht so viele Bugs gehabt hat. Aber es ist halt ein anderes Betriebssystem. Hier ist Windows 10. Damals, als es rausgekommen ist, gab es halt noch lange nicht. So, nochmal das Ganze. Der Teil hat funktioniert bisher. Allerdings muss ich da ein bisschen herumhangeln hier. Beziehungsweise komme ich da hoch? Nein. Deswegen auch der Hinweis. Aber schön, dass man das während der Bewegung machen kann. In dem Sinne, dass man nicht erst bremsen muss. Yay! Das ist schon mal viel, viel wert. So. Ich muss nach hinten. Was man halt merken kann, was glaube ich auch beim Remake hier, wo viel Beachtung drauf gelegt wurde, beim ersten Teil damals hat man nicht viel geschossen. Es gab nicht viele Kämpfe da. Klar gab es schon Gegner und Kämpfe, aber es war lange nicht das Hauptaugenmerk des ganzen Spiels. Bei Legend, wenn man das im Vergleich sieht, da wurde ja sehr viel geschossen. Auch bei Underworld wurde halt sehr viel geschossen, wobei es da auch schon wieder weniger wurde. Aber bei Legend war halt... Okay, das war komisch. Bei Legend war halt wirklich viel an Rumgeballer. Weil das ein bisschen actionorientierter war, halt dynamischer und schneller in der Steuerung. War dann aber, oder ist hier bei Anniversary wieder sehr viel zurückgefahren, weil eben im ersten Teil nicht viel rumgeschossen wurde. Es wurde früher damals ja auch mehr mit den weiteren Teilen, aber der erste Teil war halt wirklich viel Rätselei oder sehr viel Jump and Run. Und das finde ich schön, dass sie das dann auch hier wieder so gemacht haben. Weil, ne, gehört sich halt so. Und ich mag die Spiele nicht unbedingt wegen ihrer Schusseinlagen, sondern wegen ihrer Jump'n'Run und Plattforming und vor allem Rätseleinlagen. Das ist so... Ja, ist ja gut. Ich hab doch nichts für dich. Die armen Hunde. Ich will die ja nicht umhauen, ne? Aber die hauen mich gleich um. Das war nicht so unbedingt schlau. Das war keinesfalls schlau. Okay. Kann man hier rein? Ja. Hat man da was von? Nö. Schön. Nee, ich habe die Tomb Raider-Teile immer wegen ihrer Rätseleinlagen gemocht. Deswegen war ich damals bei 2013, bei dem Reboot, ich will nicht sagen, ein bisschen enttäuscht, aber es gab halt sehr wenige wirkliche Rätselpassagen in dem Sinne. Das waren halt meistens nur irgendwelche Gräber, die man halt optional lösen konnte. Nicht, aber dass es halt wirklich vorgesehen war, dass es halt quasi... Komm mal da hoch. Nee. Das ist gemein. Das ist fies.
dass es halt optionale Sachen waren, die man nicht unbedingt gefunden hat. Aber die, die es gab, auch beim Rise of the Tomb Raider, die waren ziemlich gut, fand ich. Oder die, die Sachen, die es dann da gab, waren sehr schöne Rätsel dann. Deswegen, da hätte ich mir damals ein bisschen... Ups. Beim 2013er Teil einen Ticken mehr von gewünscht. Aber gut. Das war aber auch eine Kritik, die recht viele Leute doch geäußert haben. Da komme ich auch nicht hoch. Nee, ich weiß schon, wie ich da hinkomme. Ja. Auch das mit den beiden Brücken hier ist alles sehr original oder sehr, sehr ähnlich. Ob die eine da davon reißt, weiß ich gar nicht mehr. Aber zumindest gehen wir da dann gleich links lang. Irgendwann kommt hier noch ein Bär. Oh nein, Spoiler! Schlimm. Vor allem Spoiler für ein auch hier schon wieder fast 10 Jahre altes Spiel von einem... Also im Prinzip das Spiel, spoilert ein Spiel, was noch 10 Jahre älter ist und ist selbst schon jetzt fast 10 Jahre alt. Das ist eigentlich... Es ist bescheuert. Wie viele Spiele, die man früher mal als Kind oder Jugendlicher gespielt hat, wie viele doch mittlerweile auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Ich klinge gerade so, als würde ich mich gerade sehr auf einen Krückstock abstützen hier. Aber das, naja, das tue ich auch. So. Ne, da kann man nicht runter. Irgendwie kann man da hin. Ist mir egal. So. Wie gesagt, ich werde nicht alles einsammeln. Ich werde nicht alles mitnehmen. Genau, hier geht... Aha. Siehst du mal. Es war doch dichter dran als erwartet. Und zwar... Das Bärchen. Ne, hier unten. Aber das Seil... Ich glaube, das Seil gab es damals nicht. Ich glaube, Seile waren damals aus technischer Sicht noch nicht so ganz möglich. Ich glaube, da hinten kam man... Wenn man da irgendwie hinkam, kam man da anders hin. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich weiß auch hier nicht, wie man da hinkommt. Oh. Hey. Muss man jetzt hier darüber hangeln oder was ist da los? Aber da war auch ein Medipack früher. Da bin ich mir doch recht sicher. Zumindest glaube ich. Ich versuche mal darüber zu schwingen, ne? Ein bisschen mehr Scharwüngel. Ah. Noch ein bisschen mehr Scharwüngel. Vielleicht klatscht hier hinten an die Wand ran. Das war die Wand. Ja, okay, alles klar. Medipacks sind immer gut.